Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Borderlands 2. Und da hinten steht der Tau und er ist auch natürlich dabei. Und ja. Wir haben mal wieder Glücksspiel gespielt, ich weiß. Ja, wir haben lange gespielt, bis wir kein Geld mehr hatten. Ja. Und da ich gerade so in Risikolaune bin, Zero, komm nochmal her, bitte. Ach, willst du nochmal aufmachen? Ich hab schon. Eine Sniper, okay, und. Zwei Sniper. Leider beide nicht so super. Weißt du was? Ich mach. Du hast aufgemacht, ich mach auch auf. Komme! Oh. Will ich haben! Ja, nimm mit! Juhu! Lol. Alter! Ich hab gar nicht durchgelesen, was sie so kann. Verbraucht pro Schuss weniger Munition, verursacht extra Oha. Explosivschaden und 3,2 Waffenzoom. Willst du Hallo. Die Alter haben? Nee. Ich bin sowieso nicht der Besucher-Typ. Ja, aber ey, die war ultra. Die hat ja noch schneller geschossen. Naja, okay. Dann verkaufe ich sie. Mach das. Die drei Sachen verkaufen. Jetzt habe ich auch wieder genug, um hier unten mal reinzugehen und mir ein wenig Raketenmunition zu kaufen. Weil du gerade so. Schon zu viel rausgeballert hast, ja. Und ich muss auf jeden Fall nochmal zum Schwarzmarkt, um mir nochmal ein paar Mods zu holen für meine Waffen. Ja, ich habe meine Shotty auch schon geupgradet. Ja, ich wollte nämlich gerne upgraden. Hier. So, jetzt habe ich Sniper und Rakete nochmal hochgesetzt. Jetzt kann ich nochmal hin und mir ordentlich Munition kaufen. Hey, willst du meinen neuesten Dubstep-Song hören? Voll? Was ist voll? Okay, meine Raketen sind voll. Ich kann nur 21 tragen. Krass. Krass. Naja, dafür kannst du aber. Ich will 42 schießen, ne? Boah, das ist aber auch krass, ne? Der hier, Markus hat gerade ein Angebot des Tages eine Granate drin, eine lila, ne? Granatenschaden 453, Explosionsradius 902, Zündungszeit 0,2, 104 Stromschlagschaden pro Sekunde. Das ist richtig krass. Wie ich finde. Und hier ist noch eine 451 mal 3. Mann, ich kann überhaupt gar nichts mehr auf Damage machen beim Badass-Rang. Ich nur noch irgendwie Rückstoßdämpfung, so ein Kram. Schusstreffersicherheit, ja. Die ist ja nicht so gut. Okay. So, Main-Quest oder Side-Quest? Je nachdem, warte. Ich würde sagen, Main-Quest. Ja, also eine verdammt gedungene Rettung. Und ich muss auf jeden Fall noch eine bessere Pistole finden. Also ich möchte meinen Typen gerne auf Pistole. Also eigentlich tatsächlich wie meinen ersten Charakter. Also bei Borderlands 1. Mit Pistole, Assault Rifle, Panzerfaust und Sniper. Die Sniper werde ich jetzt mal ein bisschen benutzen, glaube ich. Habe ich ja auch eine neue. Hi, die Tüni! Willkommen zum neuen und verbesserten Catch a Ride! Jetzt mit 47% mehr als 26%. So, ich fahr schon mal vorne. Scheint keiner da zu sein. Fahr einfach ran und hupe. Vielleicht wird das ja gar keine große Aktion. Okay. Kommst du? Ja, bin da. Ranfahren und hupen.
Ja, an dem Tor oder was? Hup doch mal. Ja, ja, ich öffne das Tor. Oh, oh. Idioten, das ist keins von unseren Fahrzeugen. Wir wollen die Geister befreien. Tötet sie. Lass mir einen, ja. So kommst du nicht in den Damm rein, Keule. Die Bloodshots lassen dich nicht rein, wenn du nicht in einem Truck ankommst, der wie einer von ihren aussieht. Und mit meiner Verwandten draußen in the Dust. Die besorgt dich halt nicht geschliffen. Irgendwo weit draußen im Banditengebiet. Sei vorsichtig, Amigo. Im Ernst. Wieso bin ich überhaupt ausgestiegen? Ich hab gedacht, das Tor geht jetzt wirklich runter. Ist darin krepiert. Das heißt, wir bauen das Ding jetzt um, ja? Nee, so wie ich das verstanden habe, werden wir uns einen klauen. Achso. Ja, ich war damit beschäftigt, am Leben zu bleiben. Ah, okay. Ich habe nicht viel verstanden. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Endlich in the Dust angekommen, was? Du warst stundenlang nicht am Echo. Hatte schon Angst, du wurdest gegrillt oder so. Aber das wurdest du nicht. Das ist ein Flugzeug. Also... Flugzeug? Krass. Ein Kopter. Sehr originell. Ah, geht die Sache wieder los, du. Wie einfach dran kleben geblieben ist. Hier muss man lang. Ich hätte dich killen sollen, als ich die Chance dazu hatte! Sorry, wie bitte? Du musst lauter sprechen! Krass. Hehe, das war super. Oh, hi, hab dich gar nicht gesehen. Ja, die zärtliche, elfengleiche Stimme, oh, wie schön. Okay, wir müssen das ist brutal, ey. Heidi Tüni, willkommen zum neuen und verbesserten Catch a Ride. Jetzt mit 47% mehr als 26% Todesfälle pro Jahr. Bitte um Überflugserlaubnis. Gefahrenbereich. Bring eine Feuer- oder Explosionswaffe mit. Ich bin in Gefahr, Mann. Meine Kumpel haben mich aus ihrem Coptertrupp geschmissen. Und jetzt feiern sie mit einer Runde Psychokopfvolleyball. Klau ihnen die Bälle und verbrenn ihr Netz. Wo ist der Highway? Okay. So. Ich bin das Copterlager. Wollt das erstmal zum Anfang machen, oder? Ja, würde ich sagen. Na, für Raketen ist das, ne? Ja. Jetzt fährt sie das Auto. Und guck dich dabei an. Ja, klar. Na, fast. So ein kleines Stück Dreck. Was zum... Hä? Was war das? Die Leiche! Ah, hier ist es doch schon. Okay. Bringen wir in das Coptercamp? Ja, da kommt gleich ein Helikopter. Nee, wir sollen springen. Dann springen, achso. Dann springen wir. Okay. Was zum... Oh, da kommt Gegner raus. Nicht aufhören! So, ein Volleyball. Ich darf nicht sterben. Ich liebe sie. Ich liebe sie schon. Will sie heiraten. Au, 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 au.
Vielleicht hätte ich nicht zur Kiste springen sollen und gleichzeitig schießen sollen. Meine Stacks! Du Arsch! Was ist das denn? Jetzt seid ihr fertig. Ich muss nur auf den Boden schießen, ich bitte dich. Ja, stimmt. Nein, das gibt's doch nicht. Weil ich hab so schön Sex. Ein Zwerg-Goliath. LOL. Oh, da kommt ein Hubschrauber. Irgendwas hab ich getötet. Haltet euch von unserer Karawane fern! Wir transportieren eine wertvolle Fracht für Papa Hogan und ich lasse mich nicht nochmal ausrauben! Ah, wie soll ich denn hochkommen? Ich habe keine Ahnung. Meine Schrot! Ha! Langsam wird's lächerlich! Komm bitte näher. Ah, scheiße, ich bin tot. Oder auch nicht. Ich habe zwar einen Großteil meiner Stacks verloren, aber ansonsten alles gut. Großartig! Jetzt tränke ihr Volleyballnetz mit Treibstoff und kauft ihr die Vasalle! Ach, die haben eine Lootkiste. Ich bin rausgeschmissen, weil sie mich für einen Penner halten. Aber du wirst ihnen zeigen, dass ich gefährlich bin. Du wirst ihnen zeigen, dass ich gefährlich bin. Ernsthaft? Du noch eine Feuerwaffe oder sowas? Weil ich hab keine mehr. Muss ich gucken. Alter, was ist denn hier los? Also, vielleicht eine Explosionswaffe, die würde auch gehen. Oh, das ist eine Lootkiste. Da ist dann eine Feuerwaffe drin. So, ich guck mal bei mir. Ich habe keine Feuerwaffe. Das dürfte sie aufgescheucht haben. Naja, ich habe gerade eine Feuerwaffe gefunden. Also. Ich hatte keine Feuerwaffe mehr. Ich habe einfach nur meine Pistole genommen, die ich ja immer wieder beim Lachmann wegschmeiße. Die habe ich gegen das Netz geworfen. Okay, ich schaffe es nicht. Danke. Oh, der hält ja wohl viel aus. Pack nur drauf. Mann und ohne Hemd, wow. Aber die Sniper ist leider echt scheiße. Echt? Ja, ich hab's geschafft. Wie du die Waffe nach ihm wirfst. So ganz verzweifelt. Krass, ey. So, Mr. Healy.
mal, geht doch. Das wird echt spitze. Jetzt geht mir langsam die Munition aus. Oh. Ja, große Lootkiste. Große Lootkiste. Oh, Sniper. Moment. Ich warte, ich werf die Sniper an. War aber nicht so gut. Wo ist sie? Unten. Da gefallen. Wo unten? Ach, hier war noch eine. Ja, die ist hier. Sie ist hintergefallen. Ah, da ist ja noch eine Sniper gewesen. Also alles voller Sniper hier drin. Ich werde mir in dem Shop wahrscheinlich mal wieder meine alte kaufen müssen. Dann aber schnell zurückkaufen. Wieso ist die denn so scheiße? Macht die keinen Schaden oder triffst du nicht? Nee, ich treff damit nicht. Weil die viel zu schnell schießt und die zieht extrem hoch. Und du hast... Du klickst einmal kurz und dann macht sie 3 Schuss sofort. Und dann ist sie schon leer. So, zurück zu The Dust, ja? Irgendwie Schnellreise oder müssen wir mit dem Auto? Mit dem Auto, ne? Mit dem Auto müssen wir. Musst du schnell wohin? Catch a ride! Ab dafür. Hammer. Steuerung ist echt ein bisschen komisch geworden. Ich meine, leichter, aber sobald du irgendwie an der Leiche bist oder so, rastest du ja vollkommen aus. Ja. Gekonnt. Geil. Also ich muss unbedingt an den Laden. Hier ist doch bestimmt irgendwo ein Laden. Da oben. Vor einigen Jahren gründeten die Banditen aus The Dust eine Elite-Akademie für das beste 1% ihrer Piloten. Sinn der Sache war, die in Vergessenheit geratene Kunst des Luftkampfs zu lehren und dafür zu sorgen, dass die Handvoll derer, die überlebten, die besten Copterpiloten der Welt sind. Das gelang. Heute nennen die Menschen auf Pandora die Akademie das Copter... Wie gehe ich runter? Achso. Trainingslager. Die Piloten nennen es da, wo wir hingehen und Volleyball spielen. Okay. Jederzeit in mein Geschwader. Oh, die. Ja, was soll ich sagen? Ich kann sie mir nicht wieder zurückkaufen. Aber ist tief. Müssen wir ein paar Schlüssel verbraten, um vielleicht ein neues holen. Ja, mal gucken. Vielleicht finden wir auch irgendwann eine. Mal schauen. So, wir sollen mit Ellie sprechen. Mit der reizenden kleinen Elfe. Ich bin Ellie. Mein Bruder Scooter sagte schon, dass du kommst. Ich krieg hier nicht oft Besuch. Schon gar nicht so hübschen. Du willst deinen Kumpel Roland aus dem Damm retten, was? Du wirst die Bloodshots garantiert täuschen, wenn du mit so einem Spezialtrag von denen aufkreuzt. Ich hab da drüben einen, den ich... mitsamt Fahrer verschrottet hab. Mein Fehler. Naja, ich hab ein ganz normales Gefährt in der Werkstatt und die meisten Teile, die wir brauchen. Das müssen wir nur mit ein bisschen mehr Banditendeko aufmotzen. Zarten Blut, Schädel und so. Du könntest dir so ein Zeug wahrscheinlich von den Banditenpatrouillen hier besorgen. Du musst ein paar Banditenkarren hochjagen und dir den Banditenzierat von den Wracks holen. Und ärgere dich nicht, wenn sie fluchen. Macht dann nur noch mehr Spaß, sie umzulegen. Pass auf dich auf, Süße! Ich komm nicht zurück. Kommst gut klar mit meiner Schwester, was? Cool! Solltest du dich allerdings über ihr Aussehen lustig machen, dann binde ich dich an den Automaten und fackel dich ab. Aber cool, dass ihr euch versteht. Echt cool.
werde es versuchen, den Headshot zu verpassen und dann klauen wir einfach dein Fahrzeug. Was ab? Achso. Muss gar nicht aufsteigen. Sehr nice. Aber wir kriegen leider kein Deko-Teil wahrscheinlich, ne? So, die Suche geht mal wieder los nach den Fahrzeugen von den Banditen. Oh ja, das hatten wir ja schon mal. Ja. Eieiei. Yay, willst Herausforderung. Wir so einen Kopter haben. Da! Diese Mistviecher, müssen die weglaufen? So. Ich hab meinen Trag gerade für die Banditenteile hergerichtet. Bring noch ein paar, dann sind wir fertig. Weiter so. Noch zwei. Die Leichen, ne? Da hinten ist einer. Wo? Aber wir haben auch nur noch 188, ne? Da. Noch vielleicht ein bisschen warten. Repariert er sich irgendwie von alleine? Nee. Doch jetzt. Oh, Elite. So, ich höre ihn. Da ist er. Alter. Die letzten paar Krügel da. So. Jawohl, einen noch. Bald ein Banditengefährt? Roland steckt zwar alles weg, was die Banditen austeilen, aber ich will nicht, dass er länger gefoltert wird als unbedingt nötig. Ja, ja, ein Teil noch. Richtig mal ab. Da! Ich sehe schon. Jawohl. So. Hast du die Teile? Super! Bring sie her, dann machen wir die Stadt klar! Alter. Noch so ein Schuss. Da kommt noch ein Helikopter. Jetzt kommen sie alle aus ihren Verstecken raus, weißt du? Ja. Yep. Ich hab deine Karre hier fertig. Ein paar Modifikationen noch, dann bist du startklar. Okay, nice. Sieht gut aus. Jetzt müssen wir es bloß noch ins Catch-A-Ride-System reinkriegen. Groovy, jetzt kannst du dir an jedem Catch-A-Ride so ein Banditengefährt besorgen. Schau bald mal wieder rein, Keule. Willst du mir was? Mein Scooter soll aufhören, meine Kunden in Brand zu setzen. Das schaffe ich schon selber. Sie hat noch eine Quiz für uns. Positives Selbstbild. Schönheit also. Im Auge des Betrachters, ja. Hast du diese Kinderhaubenornamente gesehen, die die Ho-Dunks von mir gemacht haben? Ich glaube, die wollen sich über mich lustig machen, aber das Design ist spitze. Kannst du ein paar von ihren Karren schrotten und mir welche von diesen Ornamenten bringen? Wie kommen wir jetzt zu dem Fahrzeug? Hä? Ja. Darf ich mal gucken? Achso, warte, ich weiß. Ah, zu spät. Mist.
Ich weiß auch, wie es geht. Lass mich ran! Arsch. Das sieht doch aus wie die Karre von einem Psycho-Killer. Astrein. Fahr damit zum Bloodshot-Dam. Und dann hupe nochmal, um reinzukommen. Ich habe einen mit explosiven Fässern genommen. Oh, krass. LOL. Au! Wee! Okay, aber ich glaube, wir fahren in die falsche Richtung. Oder wir müssen sie wieder vernichten? Schon wieder? Alter! Fahr doch nicht gegen mich! Sehr schön. Ornament. Moment, ich hol mir auch noch mal einen mit Fässern, weil der MG macht nicht so viel Schaden. Mutter Moxie hat immer gesagt, ich müsste schlanker sein, damit Männer mich beachten. Was weiß die denn schon? Diese Jungs tun wirklich alles, damit ich ihnen Aufmerksamkeit schenke, trotz meiner Figur. Moment, meine Mutter Moxie? Ja, anscheinend. Ah? Das ist ja auch klar. Scooter ist doch der Sohn von Moxie. Ja. Muss sie ja auch die Tochter von Moxie sein. Ja. Das erinnert mich irgendwie daran, warum ich überhaupt hierher kam. Ich habe eine Weile in Sanctuary gelebt, aber Moxie nervte pausenlos, dass ich für sie arbeiten, mich schminken und abnehmen soll. Ich hatte ihre ewige Nörgelei satt und kam her, um auf eigenen Beinen zu stehen. Außerdem fürchtete ich, dass Scooter sich in mich verknallt haben könnte. Was? Ein ganz kleines bisschen. Also erst überlege ich, dass was Moxie für einen Mann gehabt haben muss, ja. Zweitens überlege ich dann Inzest auch noch. Ja, ich wette es nur Markus. Nur, dass dieser Adler 300 Pfund wiegt und Mörder. So, einen brauchen wir noch, ne? Es ist ein bisschen schwer, mit den Fässern zu treffen, ne? Ja, aber es reicht auch, wenn man in der Nähe schießt. Ja, töte mich! Was, mache ich dir Schaden damit? Nein, habe ich auch gebrannt. Kommst du rausgeschossen? Komm, pack neben mir. Okay. Ja, Stück noch. Noch ein Stück. Perfekt. So, dann sind wir schon wieder bei 30 genau. Minuten. Meine Fresse. auf Wiedersehen, tschüss und bis morgen. Haut rein, Jungs. Ciao. Und Mädchen natürlich.